Jihad soll erklären, wie man eine Frau anführt. Guck mal, ich sag, willst du erklären? Erklär du, Bruder. Das war, du hast doch gesagt, ist, Bruder, ich kenne mich nicht damit aus. Guck mal, in manchen Kulturkreisen. Ich kenne mich nicht damit aus. In manchen, guck mal, in manchen Kulturkreisen ist das so. Viele Frauen in manchen Kulturkreisen werden der Öffentlichkeit nicht gezeigt. Okay? Weil das Namus ist, weil das Ehre, Stolz ist. Die sind zu Hause, helfen der Familie, dies, das. Auf öffentlichen Festen wie Hochzeiten oder makabererweise auch Beerdigungen oder sonst irgendetwas, wo die Frauen dann zu sehen sind, verschleiert natürlich, hat man die Möglichkeit, sie zu erblicken. Aber auf öffentlichen Festen, man kann nicht hingehen und sie ansprechen und machen und tun. Der richtige Weg ist, man kann gucken, der erste Blick ist erlaubt, der zweite Blick muss der gesenkte Blick sein und das war's. Das, was du machen kannst in diesem Fall, wenn dir eine Frau von da gefällt, aus diesen Kulturkreisen, gehst du zu deinem Vater oder du gehst zu deiner Mutter und sagst, Papa, wer ist diese Frau? Und dein Vater sagt, das ist die Tochter von so und so, so und so. Oder deine Mutter sagt, das ist die Tochter von so und so. Dann sagst du deinem Elternteil, Wallah, sie ist in mein Auge gegangen. Okay? Dann sagt sie, bleib ruhig, halt dich bedeckt, bleib ruhig. Dann, wenn der Zeitpunkt passend ist, dann wird entweder der Vater oder die Mutter sagen, hör mal zu, mein Sohn, geht er wieder zu den Eltern von ihr gehen und wird sagen, hör mal zu, mein Sohn hat Interesse an deiner Tochter. Ist es vielleicht, genehmigst du das mit deinem Segen, dass wir die beiden einander vorstellen? Alles auf korrekt. Dass wir die beiden einander vorstellen. Entweder sagt der Vater, nein, die ist vergeben oder nein, ich stelle mir jemand anders für die vor. Oder nein, sie ist noch nicht bereit dazu oder dies, das. Aber gehen wir mal vom Best-Case-Szenario aus erstmal. Ja, finde ich gut. Du bist doch der von den und das. Du hast eine gute Familie, ich kenne deine Familie, das könnte passen. Lass uns vorstellen, gucken, wie die beiden aufeinander reagieren. Dann musst du, dann macht man einen Treffpunkt aus, dann musst du kommen, du bringst Baklava mit, du bringst Blumenstrauß mit, bringst eine Obstplatte mit, ein bisschen Getränke, ne? Ja, man geht dahin also. Man geht dahin. Nein, man ruft an, fragt an. Oder so, ja. Man ruft an, fragt an, dann geht man da dann einmal nur reden, ne? So, man lernt sich kennen und dann nach Hause, dann sagen die so, wir geben euch die nächsten Wochen Bescheid. Und irgendwann kommt der Anruf, wird ein von deinen... Dann besprechen die unter sich und hat er dir gefallen? So, die fragen die, willst du den? Guck mal, der ist da, so. Das ist Manuelsen. Doch, sie wird gefragt, natürlich wird sie gefragt, das sag ich doch gerade. Die wird gefragt, das ist Manuelsen, eine Rapper aus Deutschland. Eine große Rapper. Ne? Und dann sagt die ja oder nein. Ja. Es wird keiner gezwungen. Das muss man hier klar im Bild setzen, dass hier keine Frau irgendwie gezwungen wird oder sonst irgendetwas. So. Und dann rufen die an und sagen so, ahla usala, tfaddalu. Das heißt so, ihr seid herzlich willkommen. Ja. Kommt, haltet offiziell Hand an, kommt mit eure Jamaat zu uns nach Hause. Das heißt, in dem Sinne, yani, umso mehr du dahin gehst, umso mehr Respekt zeigst du der Familie. Weil du kannst viele Leute bewegen, das sieht gut aus. Ja, genau, dass das so ist, so yani, du gehst da mit mehreren Leuten dahin und dann gehst du dahin und dann sagen die, ah, Mashallah, guck mal, er kommt nicht nur mit seinem Vater und seiner Mutter und seinen Brüdern, nein, mit seinen Onkels, seine Cousins, yani, du kommst da mit 60, 70 Mann, damit das Auge voll wird. So, ja, ne. Damit die sehen, so, ah, guck, der hat sehr viele Leute. Falls da mal was verrutschen sollte, dass die alle Zeuge waren, dass er da war. Ja. So, und dann geht man dahin. Ja, und hält Hand an, ne? Mit Baklava, mit Obst, ja. Mit Getränke. Ja, das ist was sehr Schönes. Ich höre das, wir waren letzte Woche waren wir noch auf sowas. So. Warte, das war sehr Schönes. Und dann sitzt man da und dann redet man. Und dann sagt man Ali Taufiq, also hoffentlich nur das Beste für die. Liest man die Fatiha.
Und dann bitten die Familie von der Frau euch zum Tisch, dann isst man zusammen. Ja. Und dann kriegt man noch was Süßes. Und dann sitzt man und hält Smalltalks. Smalltalks. So. Aber das ist jetzt Best-Case-Szenario. Es kann auch natürlich vorkommen, dass Junge A und Mädchen B sich in der Stadt sehen. Der erste Blick trifft, erste Blick ist halal. Ja, der zweite ist haram. Der zweite ist haram. Manche gucken 6-mal. Okay? So. Und die Liebe trifft. Ich will ihn, sie will mich. So. Alas, das Thema ist durch. Und man schickt die Nummer auf Hochzeit per Dings. Kennt ihr Nachricht schicken per AirDrop? Man guckt Bluetooth-Name, ah, das ist sie, bumm, die kriegt eine Nachricht geschickt, hier ist meine Nummer, ruf mich an. Das alte Trick auf Hochzeiten. Okay? Einer sagt so. Hab ich gehört. Tamam, du hast jetzt das erklärt. Jetzt soll ich die Entführung erklären. Ja, pass auf. Du bist aber. Ja, erklär. So, Entführung geht folgendes: Es gibt viele Arten Beste. Von. Es gibt viele Arten von Entführungen. Es gibt viele Arten von Entführungen. Es gibt eine für Kopf. Und für Auge? Für Auge? So, es gibt halt mehrere Varianten. Ja, erklär doch! Guck mal. Tamam. Morgen alle gegen Frauen entführen. Wie hat so gesagt? Nein, also eine normale Entführung geht so: Man klopft an, einmal, zweimal, bis dreimal. Ja, du erklärst falsch. Ja, Bruder, guck mal, es gibt Arten, es gibt viele Arten. Guck mal, jetzt zum Beispiel, sag mir ein Beispiel, damit ich das drauf erkläre. Ein Beispiel. Sag ich doch, die treffen, die haben den Kontakt gemacht ohne die Eltern. Genau, die haben sich irgendwo getroffen, ja. Irgendwo gesehen, Auge gefallen, hin und her. Chalas. Habibi, setz dich meinen Kofferraum, yalla. So, da gibt's einmal so diesen Film, so, hawala, ich war Sonnenbank, subhanallah, ich hab die da getroffen. Okay, yeah, yeah. Du hast die Sonnenbank getroffen, yeah. Hopp, Smalltalk ist entstanden. So, wallah, gib mir deine Nummer. Hey, wallah, hier, so. Du gehst nach Hause, schreibst mit ihr. Tap, tap, tap. Alles gut, ihr versteht euch, trifft euch heimlich hinter einem Baum. hinter einem Baum. Ne? Hinter da irgendwo im Park. So. Hinher, irgendwann macht das Klick. Ich kann nicht mehr ohne diese, kann nicht ohne mich. Hm. So. Hast du natürlich nur gehört. So, an der Stelle. Hm. Ne? Das ist so ein Punkt. Warte, mein Adi? Ey, Fi. Hä? Da gibt dann. Das ist eine Kabal. So. Boah, auch wenn sie viele Brüder hat. Chicken aus. Ey, wir bleiben jetzt sachlich hier. Bleib mal so. Korrekt jetzt. Wir bleiben jetzt sachlich, so. Ha? Ich hab Wasser. So, das ist jetzt auf korrekt. Ihr könnt nicht mehr ohne einander. So, oder sie wurde... Was schreibt einer? Einer schreibt, Bro, hinterm Baum, die ist doch keine Bulldogge. Ey, Bruder, guck mal, was soll ich dir sagen? Man trifft sich im Park. Danke, Bruder. Weil welche Araber geht im Park spazieren? Geht doch nicht. So, deswegen sage ich im Park, hinterm Baum irgendwo, ist man am Smalltalken, damit Brüder irgendjemand nicht sieht. So, auf jeden Fall, nicht jetzt Maskerade, so man will das so gut rüberbringen, aber es ist nicht gut. Am Ende des Tages ist das nicht gut, Bruder, weil da zündet sich 1000 Sachen an, Bruder. So, auf jeden Fall, ja, was soll ich dir erzählen, Bruder? Dann gehst du irgendwann dahin, wenn es Knacks gemacht hat, bei dir Knacks gemacht, gesagt, ich will dich unbedingt haben, du sagst, ich will dich auch haben, Talas, es ist in dein Kopf, in ihr Kopf reingegangen, die sagt, wallah, ich schau mit dir ab, du so, wallah, haust du mit mir ab, da fährst du dahin mit Auto und holst die ab, im Auto rein, haust ab, fährst weg. Oh, irgendwo, wo dich keiner kennt. Ja, ne,
Du musst zu jemandem gehen, der standhaft dafür ist, dich aufzunehmen. Du weißt ganz genau, wenn ich in seiner Armanat bin, bin ich in seiner Armanat. Der macht niemals einen Rückzieher und der wird mich niemals verraten. Korrekt. Da brauchst du einen stabilen in deiner Familie. Oder jemanden, den du kennst. So. Dann gehst du da hin, kommst da an, steigst aus. Sie schläft mit seiner Töchter, bei denen du jetzt reingekommen bist, weil wenn du reinkommst bei denen zu Hause, bist du in seiner Armanat. Das, wie soll ich das auf Deutsch? Obhut. Obhut, was, also... Du bist in seiner Obhut. So. Er wird dich niemals hergeben. Soll es sein, was ist. So. Bruder, du... Ja, Bruder, ich erzähle es sachlich. Damit die Leute verstehen, was los ist, Bruder. Ne? Jetzt gehst du da rein, bist da, die du entführt hast, schläft mit den Töchtern. Du schläfst irgendwo bei... Ein Sohn mit einem Sohn irgendwo anders. Weil du darfst ja nicht in dem Haus, gleichen Haus bleiben. So. Dann fangen die Telefonate an. Dein Vater weiß zum Beispiel nicht, deine Mutter weiß auch nicht, weil du hast das ja hinter den Rücken gemacht. So wie auch bei das Mädchen. Vater und Mutter weiß nicht. Die gucken auf Uhr, ey, wo ist unsere Tochter? Voila, die kommt langsam nicht nach Hause. Die ist weg. Die ist weg. Dann ruft derjenige an, bei dem du Armanat bist, den du gesagt hast, ey, guck mal, so ist passiert. Der nimmt den Telefon und ruft den Vater an. Dein Vater an. Einer schreibt Kalas, wir wollen nicht mehr wissen. So. Einer ruft dein Vater, dann ruft der Vater an und sagt Salamu alaikum, guck mal, dein Sohn ist gerade bei mir, der hat einen Fehler gemacht. Dann sagt der Vater, was für einen Fehler hat er gemacht? Ne? Obwohl er weiß schon, welcher Fehler, weil also, seine Tochter ist nicht nach Hause gekommen. Nein! Erstmal den Vater von den Jungen, weil der Vater von den Jungen weiß das ja auch nicht. Ach, den Vater von den Jungen, okay. So. Ja. Guck mal, es ist so passiert. Dann sagt er, Wallah, Tanik Manzaru, Achra, Fatimu Achra, El Kelb. Ibn al-Kelb, was hat der gemacht? Ja, ne, warum sagt er nicht, dass er die haben will? Wir gehen doch anklopfen. So. Du kommst da an. Dann sagt der Pfarrer zu dir, ja, da ruft die Eltern an, nicht, dass sie sich Sorgen machen, nicht, dass sie zur Polizei gehen. So. Correct. Ja, dann rufen die da an. Und der Vater rastet aus. Und die Familie rastet aus. Die mobilisieren. So. Die steigen ein, ein Anruf, auf einmal sind die ganze Familie sitzt da auf einmal zu Hause bei der Frau. Ja. Und dann wird geredet, rechts, links. Bruder, warum ihr mir sagt, Jihad, warum redest du so ausführlich? Bruder, weil ich hab's schon durchgemacht. Deswegen bin ich so sachlich. Mach das besser als ich. Mach das besser. So. Steig ein. So. Wo ich geheiratet habe? Ich wurde nicht entführt. Ich habe entführt. So. So, man sagt, das auf Deutsch ist das so ein bisschen hochgegriffen, so. Ja, so. Auf Türkisch gibt es auch Kiskatsche macht. Das kennt ihr auch. Guck mal, wo ich geheiratet habe, ich habe mich auch abgesichert auf arabischer Seite. Weil ich wollte auf jeden Fall und sie wollte auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt nicht entführt. Ich bin durch die. Man sagt, ich bin durch die Tür gekommen, nicht durchs Fenster. Okay. So. Aber ich habe mich auch abgesichert. Ich war bei Jihads Cousins, ne? Ich hab gesagt, Shabab, Walla, ich werde heiraten. Die sagen, ja, mal Bruder, Walla, wen heiratest du? Walla, eine Libanesin. Alle sagen, nee, Walla, Libanesin? Ich sag, ja. Die meinen so, woher kommt die? Ich meine so, Walla aus Bottrop. So, und dann haben die gesagt, und so gibt's Palabra? Ich meine so, ich weiß noch nicht. Die haben gesagt, Walla, ich hol die. Walla, bring die hier. Die soll bei meiner Frau schlafen. Walla, wer ein Mann ist, soll die holen, komm. Ich hab gesagt, nein, so schlimm ist das nicht. Also das ist noch nicht so schlimm. Ich gehe reden. Und zum Glück, mein Schwiegervater liebt mich. Ne?
Beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal aber. So, mein Schwiegervater liebt mich, meine Schwiegermutter lieben mich. Ich küsse ihr beide Herzen. Ne? Ist alles cool. Aber ich habe mich auf jeden Fall schon mal abgesichert. Ich bin politisch an die Sache reingegangen, weil ich bin mit denen hier groß geworden. Ich bin mit dir groß geworden. Hast du mich größer gemacht? So, ich hab diese Filme von denen gesehen, Jan. Ich hab mich maximal vorbereitet. So, aber alles war schön, alles war halal. Alles war vernünftig. Niemand musste entführt werden. Aber ich fand den Spruch halt so lustig. Wallah, hol die. Wir bringen die. Die soll schlafen. Dann werden wir nicht zu dir umkommen. Ey.